Herzlich willkommen zu Yiki Learning, einer besonders entspannten und effektiven Form des Lernens. Der rhythmisch gesprochene Text, der abwechselnd mit lebendiger und ruhiger Musik unterlegt ist, sorgt für einen besonders aufnahmebereiten Zustand. Zunächst führt eine kurze Entspannungsübung dazu, dass man seinen Alltag hinter sich lässt und gut auf das Kommende eingestimmt ist. Die Vokabeldusche beginnt mit rhythmisch gesprochenen Vokabeln mit deutscher Übersetzung, unterlegt mit ruhiger Musik. Es folgt eine kurze Geschichte, die diese Vokabeln aufgreift und die mit lebhafter Musik unterlegt ist. Es geht dabei vor allem darum, den Klang der Sprache auf sich wirken zu lassen. Im Anschluss hören Sie ganze Sätze oder Redewendungen, die sich gut zum Mit- oder Nachsprechen eignen. Zum Abschluss jeder Lektion sorgt ein lebhaftes Musikstück dafür, dass Sie wieder ganz wach und frisch sind. Wir wünschen Ihnen nun viel Freude und Erfolg mit Ihrer Yiki Learning Vokabeldusche. Lektion 1. Machen Sie es sich jetzt einmal ganz bequem und lockern Sie zu enge Kleidungsstücke. Wenn Sie wollen, können Sie während der folgenden Lektion auch die Augen schließen. Ich zähle jetzt langsam von 5 bis 1 und während Sie ein paar Mal tief ein- und ausatmen, merken Sie, wie Sie sich immer mehr entspannen. 5. Einatmen, ausatmen. 4. Spüren Sie, wie sich dieses angenehme Gefühl der Entspannung in Ihrem ganzen Körper ausbreitet. 3. Ihr Atem geht ganz ruhig und regelmäßig. 2. Sie werden vollkommen ruhig. Eine wohltuende Ruhe breitet sich in Ihnen aus. 1. Sie sind jetzt vollkommen ruhig. Bonjour. Guten Tag. Bonjour. Bonjour, Madame. Guten Tag, meine Dame. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Guten Tag, mein Herr. Bonjour, Monsieur. La France. Frankreich. La France. Français, Française. Französisch. Français. Le, la, les. Der, die, die. Le français. Der Franzose. Le français. La française. Die Französin. La française. Les français. Die Franzosen. Les français. Les Françaises. Die Französinnen. Les Françaises. L'Allemagne. Deutschland. L'Allemagne. Allemand, Allemande. Deutsch. Un, une, des. Einer, eine, mehrere. Un Allemand. Ein Deutscher. Un Allemand. Une Allemande. Eine Deutsche. Une Allemande. Des Allemands. Deutsche. Des Allemands. Des Allemandes. Deutsche. Des Allemandes. Étranger, étrangère.
Fremd. Étranger. L'étranger. Der Ausländer. L'étranger. Une étrangère. Eine Ausländerin. Une étrangère. Ami, ami. Befreundet. Ami. Un ami. Ein Freund. Un ami. Une amie. Eine Freundin. Une amie. Oui. Ja. Oui. Non. Nein. Non. Être. Sein. Être. Je suis, tu es. Ich bin, du bist. Il est, elle est, on est. Er, sie, man ist. Nous sommes, vous êtes. Wir sind, ihr seid. Ils sont, elles sont. Sie sind. C'est. Es ist. C'est. C'est Christophe. Er ist Christoph. N'est-ce pas? Nicht wahr? N'est-ce pas? Moi. Ich. Moi. Aussi. Auch. Aussi. Moi aussi. Ich auch. Moi aussi. Elle aussi. Sie auch. Elle aussi. Lui aussi. Er auch. Lui aussi. Les vacances. Die Ferien. Les vacances. En. In. En. En vacances. Im Urlaub. En vacances. Je suis en France. Ich bin in Frankreich. À. In. À. À Paris. In Paris. À Paris. Vous êtes à Bénolon. Sie sind in Bénolon. Chez. Bei. Chez. Chez Madame Leval. Bei Frau Leval. La tante. Die Tante. La tante. Je suis chez ma tante. Ich bin bei meiner Tante. Le neveu. Der Neffe. Le neveu. De. Von, aus. De. La tante de Christophe. Die Tante von Christoph. Le neveu de Madame Leval. Der Neffe von Frau Leval. Il est de Fribourg. Er ist aus Freiburg. Mon, ma, mes.
Meiner, meine, meine. Mon neveu. Mein Neffe. Mon neveu. Ma tante. Meine Tante. Ma tante. Mes amis. Meine Freunde. Mes amis. C'est ma tante. Das ist meine Tante. C'est mon neveu. Das ist mein Neffe. Ce sont mes amis. Das sind meine Freunde. Un paquet. Ein Paket, eine Packung. Un paquet. La cigarette. Die Zigarette. La cigarette. Un paquet de cigarettes. Eine Packung Zigaretten. Sans. Ohne. Sans. Sans filtre. Ohne Filter. Sans filtre. S'il vous plaît. Bitte schön. S'il vous plaît. Voilà. Hier ist sie. Voilà. C'est 4 francs 50. Das macht 4 francs 50. Je m'appelle. Ich heiße. Je m'appelle. Au revoir. Auf Wiedersehen. Au revoir. Mes salutations. Meine Grüße. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Un paquet de gauloises, sans filtre, s'il vous plaît. Voilà monsieur. C'est 5 francs 25. Vous êtes étranger, n'est-ce pas? Oui, je suis allemand. Je suis de Fribourg, en Brisgau. C'est en Allemagne. Vous êtes en vacances à Bénolan? Oui, je suis en vacances chez ma tante. Elle est allemande, elle aussi? Non, elle est française. C'est madame Leval. Ah, vous êtes le neveu de madame Leval. Elle et moi, nous sommes amis. Je suis madame Kerver. Et moi, je m'appelle Christophe Reiter. Au revoir, madame Kerver. Au revoir, monsieur. Et mes salutations, madame Leval. Hören Sie nun die Vokabeln nochmals zum Nachsprechen. Vous êtes étranger, monsieur? Oui, je suis allemand. Vous êtes étrangère, madame? Non, je suis française. Tu es en vacances à Paris? Non, je suis en vacances à Bénolan. Bénolan, c'est en Bretagne. La Bretagne, c'est en France. Vous êtes de Berlin? Non, je suis de Fribourg.
Moi, je m'appelle Christophe Reiter. Je suis le neveu de Madame Leval. Madame Leval est ma tante. Moi, je m'appelle Louise Kerver. Je suis l'amie de Madame Leval. Elle et moi, nous sommes amies. Madame Leval et Madame Kerver sont amies. Elles sont françaises. Christophe est de Fribourg. Il est allemand. Et Madame Leval, elle est française. Un paquet de gauloises, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. C'est 4,50 €. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Mes salutations à Madame Leval.